Meine vierte Strategie gegen die Angst lautet: Meditieren Sie einen Bibelvers gegen die Angst. In meinem letzten Tipp hatte ich Ihnen gesagt, dass die Angst mit einem Psychotrick arbeitet, indem Sie sich immer und immer wieder irgendetwas einreden, was in aller Regel nicht stimmt, aber was Sie mehr und mehr in Panik versetzt. Und dann wird die Angst, die eigentlich ein sinnvolles Gefühl ist, kein schönes Gefühl, kein gutes Gefühl, aber ein sinnvolles Gefühl, wird sie zu einem schädlichen Gefühl. Wird sie zu etwas, was sie blockiert, was sie lähmt. Und der Trick, den ich Ihnen das letzte Mal gesagt habe, setzen Sie dem eine Wahrheit entgegen. Ich persönlich glaube, dass in der Bibel lauter Wahrheiten stehen. Und ich mache die Erfahrung, dass wenn ich meinen Ängsten bestimmte Worte der Bibel, bestimmte Worte Gottes entgegenhalte, dass das die Angst eingrenzt und zurückweichen lässt. Schon die alten Mönche haben diese Methode empfohlen, wenn sie mit schädlichen Gefühlen zu tun hatten. Sie gesagt haben, ich meditiere einen Bibelvers. Und meditieren, das sagten sie, das tut man mit dem Mund. Christliche Meditation ist etwas, was mündlich stattfindet. Es ist eine Wiederholung von Wahrheiten, von in aller Regel biblischen oder an der Bibel angelehnten Wahrheiten. Wie von Midi haben ihnen verschiedene Sprüche gegen die Angst, keine frommen Sprüche gegen die Angst, Bibelverse gegen die Angst abgedruckt und Sie können das downloaden und schneiden und ich habe das mir auch hier so ausgeschnitten als Kärtchen. Ich nenne Ihnen nur als Beispiel, hier aus 2. Timotheus, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wenn man sich das mal 3 oder 5 Minuten immer wiederholend vorsagt, das stärkt die inneren Kräfte. Oder Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Oder ganz cool aus Römer 8, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten gereichen. Vielleicht merken Sie schon, wenn Sie das hören, was das eine heilsame Wirkung auf unsere Seele und unser Herz hat. Stellen Sie Bibelverse gegen Ihre Angst. Stellen Sie Wahrheit gegen Lüge.